Schule des Lebens. Notwendig. Nach dieser umfassenden Krise und ihren weitläufigen Auswirkungen bedarf es sehr viel Heilung in der Welt. Aus meiner Sicht ist es notwendig, jetzt Heiler, Therapeuten und ganzheitliche Gesundheitslehrer und Berater auszubilden für die Zeit danach. Tanja hat ein Psychologiestudium absolviert und hat 20 Jahre Erfahrung als Heilerin und spirituelle Beraterin. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in vielen Sparten der Heilkunst, in der Körpertherapie sowie in der Seminarleitung und Ausbildung. Meine bisher geschriebenen 12 Bücher bilden eine philosophische, spirituelle und praktische Basis. Waldschule. Aus mehreren Gründen gab ich dem Projekt auch den Namen Waldschule. Waldschule nenne ich häufig meinen Unterricht, weil ich ihn bei jedem halbwegs guten Wetter in den Park verlege. Dazu marschiert dann eine Karawane von Schülern mit Behandlungsliegen und sonstigem Material durch die Landschaft und lässt sich an einem ungestörten, schattigen Platz nieder. Viele indische Meister und Lehrer zogen sich in die Natur zurück und nannten ihre Ausbildungsstätten Waldschulen. Ich halte es für immens wichtig, Bildung und Natur zu verbinden, den Geist und die Elemente im Einklang zu halten. Deswegen sollte auch die Schule des Lebens umgeben sein von Wiesen und Bäumen und ursprünglicher Natur. Wichtig: Es wird dabei nicht an ein Superprojekt gedacht. Es kommt das Zeitalter der neuen Dezentralisierung. Demgemäß soll es nur eine von vielen im Land und über den Erdball verteilten Schulen sein, mit dem Charakter, den jeder einzelne Mitschaffende mit seiner Kreativität und Liebe ihr gibt. Aufruf: Wer hat die Möglichkeit, ein Grundstück und ein Gebäude in Form einer Schenkung für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen? Ein Ort, wo ein Zentrum entstehen kann für Ausbildungen in den vielfältigsten Heilmethoden, für Körpertherapien, Meditation, Yoga, Philosophie, Spiritualität, für eine Wissenssammlung in Form einer Bibliothek und vieles mehr. Wer sieht für sich einen Sinn darin, dafür Geld zu spenden? Nicht gesucht? Wir suchen keine Mitarbeiter und keine Menschen, die sich mit ihrem Projekt an unseres hängen wollen.